Bereit, dein großartiges Leben selbst zu gestalten? Dann bist du genau richtig. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Living Podcast. Mein Name ist Maria Usch, ich bin die Raumexpertin und lade dich ein, mich auf meinem Weg zu begleiten, gemeinsam zu wachsen und Glück, Freude und Leichtigkeit in unser Leben und in die Welt zu bringen. Dein Glück lässt sich einrichten und zwar von dir selbst mit ganz kleinen Schritten, neuen Gedanken und der richtigen Energie. Der Happy Living Podcast zeigt dir, wie du losstartest und natürlich auch dran bleibst. Es erwarten dich wunderbare Inspirationen, kleine und große Tipps für die Umsetzung, jede Menge Motivation und wir holen uns natürlich die magische Unterstützung der Räume. Deine großen Ziele und Träume, allerhöchste Zeit, sie zu träumen, zu manifestieren und in die Welt zu bringen. Klingt großartig? Dann lass uns gleich loslegen. Die allererste Folge vom Happy Living Podcast, unserer neuen Ausrichtung hier. Ich freue mich riesig einzutauchen, was es alles geben wird, so einen Überblick zu haben, welche Energie wir hier mitnehmen wollen und was ich für dich vorbereitet hat. Ich freue mich riesig. Lass uns gleich loslegen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge. Ja, nach über einem Jahr Happy Success Podcast machen wir heute quasi, ja, eine Vergrößerung unserer Themen Happy Living. Das Glück lässt sich einrichten. Wir schauen dorthin, weil es eigentlich so der Überbegriff ist, das Überziel ist, wenn wir unser großartiges Leben einrichten. Und ich bin drauf gekommen, es ist auch das, was unseren Erfolg und alle anderen Themen so richtig in den Flow bringt. Ich freue mich riesig auf diesen Neustart. Wir werden natürlich heute eintauchen, was es gibt und warum es geht und warum mir das genau jetzt so wichtig ist, selbst zu gestalten. Und das ist die Hauptenergie, die ich euch mitgeben möchte. Und was ist, wenn wir jetzt in dieser Minute, wir müssen nicht 365 Tage im Jahr, 24 Stunden perfekt, immer ja das Ruder oder das Steuer in der Hand haben. Aber was ist, wenn wir zu der Person werden, die selbst gestaltet, die proaktiv ist? Und da werden wir auch heute gleich hinschauen. Und zwar nicht alleine, sondern mit Unterstützung anderer, mit der Energie der Leichtigkeit, der Freude. Nicht das noch härter arbeiten und Hustle und noch stärker, sondern klar zu sein. Ich entscheide mich für das und das. Ich nehme das Steuer selbst in die Hand. Ich gestalte mein Leben. Und ja, da kommen Dinge von außen immer wieder, aber trotzdem bin ich die Person, die in jeder Minute entscheiden kann, wie ich das nehme, was ich daraus mache und wie ich aus den Dingen lerne, die so in der Umgebung passieren. Und wir müssen das nicht alleine machen, denn unsere Räume unterstützen uns. Und auch da werden wir mehr und mehr hinschauen. Weil das ist das, worauf wir so gerne vergessen und was auch in meinen Programmen und in meiner jahrelangen Erfahrung die Leichtigkeit bringt. Wenn ich ein Zuhause habe, das ein Kraftort ist, das mich unterstützt, meine Herausforderungen zu lösen und so richtig voranzugehen. Ich möchte hier über noch Größeres sprechen als bisher. Und es wird auch weiterhin über Erfolg gehen, um Erfolg gehen. Denn ja, all unsere Ziele setzen voraus. Die Basis ist, dass wir in der Energie der Fülle sind. Die Basis, um zu manifestieren, ist, dass wir das Gefühl haben, ja, es ist eh im Flow. Wenn wir im Gefühl sind, ich überlebe morgen nicht. Und das sind wir so oft. Jetzt nicht wirklich real, aber in unserem Kopf
Und auch in unserem ganzen System werden wir sicher eine Folge darüber machen, weil unser Unterbewusstsein, ja, aus der Steinzeit und so weiter, Mammutjagd und so weiter, ja, Gefahr, da kann ich nicht manifestieren, was Großartiges, wenn ich vor dem Säbelzahntiger davonlaufe. Aber das Gefühl haben wir oft im Leben. Und da müssen wir selbst das auch, ja, gestalten. Wir müssen selbst loslegen und unser großartiges Leben gestalten. Nicht, dass es immer perfekt ist, aber dass wir die Designerin und der Designer sind, dass wir loslegen. Und dann kommt automatisch Leichtigkeit auf. Ich möchte euch hier motivieren, ich möchte euch inspirieren, Mut geben, Ideen geben, das Gefühl geben, wir sind nicht alleine. Auch Energie. Ich habe viele Dinge in meinem Umfeld, die ganz und gar nicht so sind, dass ich immer im Flow bin, dass immer die Leichtigkeit ist. Aber dann hole ich mir oft Inhalte in mein Autoradio oder in meine Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin, oder einfach am Handy, wenn ich den Geschirrspüler ausräume, die mich inspirieren, die mich Mut geben, die mir Mut geben. Und das soll auch dieser Podcast sein. Er soll was bewegen für euch. Er soll auch was bewegen für mich. Der Podcast und alle Folgen, die bisher waren, auch im Happy Success Podcast, die haben mich wachsen lassen, weil ich anders hinhöre. Ich höre, wenn ich Dinge lerne, auch für euch mit, weil ich anders durch meine Programme gehe mit noch einer anderen Energie und das die aufwertet, weil ich Geschichten erzählen kann und wenn ich meine Geschichten wieder erzählen kann, weil das was bewegt. Der Podcast soll aber auch darüber hinausgehen. Was ist, wenn wir andere inspirieren? Und ich lade dich ein, da dabei zu sein, wenn es passt. Vielleicht gibt es eine Folge, wo du sagst, das ist genau das Thema von meiner Freundin XY oder von dem und dem. Ich gebe das als Inspiration weiter. Was ist, wenn wir die sind, die durchs Leben gehen, um selbst zu wachsen und die Dinge erkennen und hinschauen, da ist was. Und auch die Dinge hören, wo wir den Impuls haben, anderen was weiterzugeben. Ich habe damit begonnen, in Podcasts, in Ausbildungen. Das wäre doch was für die und die. Ich kann mich erinnern, vor einem Monat oder so war eine Podcast-Folge, die ich gehört habe. Und es war eine ganz kurze und da war eine Geschichte drinnen als Beispiel von einem Thema, das 0,0 mit meinem Leben zu tun hat. Also da ist um Scheidungen gegangen. Und das war ein Beispiel und ich habe das Beispiel verstanden und kann es umlegen auf meine Themen. Aber dann habe ich Freundinnen, die in der Situation jetzt sind und ich denke mir, das ist genau dein Beispiel. Und das Ende von dieser Geschichte gibt dir Hoffnung und das leite ich weiter. Was ist, wenn wir für uns selbst Dinge hören und dann auch wirklich umsetzen? Und das ist auch so ein kleiner Appell, wenn ihr zuhört. Wir müssen nicht alles krampfhaft tun, aber vertraut auf die Intention, das mache ich jetzt. Das will ich jetzt journalen, da will ich genauer hinschauen. Da höre ich nochmal und nochmal oder das leite ich weiter. Ich habe das einer Freundin weitergeleitet und das hat ihr neuen Mut gegeben. Das hat ihr neue Möglichkeiten eröffnet und sie hat mir ein paar Wochen später geschrieben, was das bewegt hat. Jetzt noch gar nicht im Außen und im Ergebnis und in irgendwelchen Dingen, aber in der Kraft, die da draußen ist. Was ist, wenn wir uns selbst stärken und auch die, die mit uns gehen und damit was verändern?
Ich habe den Spruch in der letzten Zeit oft gesehen oder oft gesagt, ja, er kommt in dieser Form von mir, kommt natürlich in ähnlicher Form von vielen, vielen anderen. Wenn wir die Welt verändern wollen, dann müssen wir bei uns selbst beginnen. Wenn du die Welt verändern willst, dann musst du bei dir selbst beginnen, im eigenen Zuhause. Lass uns da hinschauen und loslegen. Es wird Inspirationen geben, Gedanken. Es wird natürlich auch ganz persönliche Geschichten von mir geben, wie immer. Mein Leben ist nicht perfekt. Ja, das mag manchmal so wirken. Die Maria hat nur wunderbare Momente. Ganz im Gegenteil, auch im Moment, da habe ich relativ viele Herausforderungen in meiner Familie, wo ich immer wieder hingehe mit neuer Intention, wo ich immer wieder hingehe, um Neues zu lernen, um zu wachsen, um Fehler zu machen, um weiterzugehen, um neue Dinge auszuprobieren. Und im Großen haben wir viele, viele Felder da draußen, wo wir die Chance nutzen können zu wachsen und sehr, sehr groß zu wachsen. Jetzt, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird am 1.12.22, sind wir in sehr, sehr, sehr turbulenten Zeiten. Viele nennen es Krise, ich nenne es Chance zu wachsen. Jetzt ist die Chance wirklich zu sagen, dort gebe ich den Fokus hin. Es geht nicht mehr nur mittelmäßig zu sein. Wenn alles super läuft, die Wirtschaft und alle in super Energie sind, ja, da reicht's mittelmäßig zu sein, um mitzuschwimmen. Aber wenn die Herausforderungen da draußen sind, dann heißt es, all in zu gehen. Und das heißt für mich nicht, zu arbeiten wie wahnsinnig und noch mehr zu kämpfen und noch mehr. Das war das, was ich sehr gut konnte. In den letzten Jahren, in den letzten Monaten habe ich mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, dass es auch das andere braucht. Das Vertrauen, die Intuition, das Empfangen, das mehr Weibliche. Und wir leben in einer Zeit, wo ich die Transformation hier wahrnehme. In den letzten Jahren waren auch turbulente Zeiten mit der Pandemie und so weiter. Und vor einigen Tagen hat mein Coach, Gina Devi, gesagt, glaubt ihr, dass Gott oder das Universum uns diese eine Pandemie schickt, damit wir dann so weiter tun können als wie bisher? Lasst uns neu weitergehen. Lasst uns wachsen und neue Dinge in die Welt bringen. Für uns selbst, aber auch fürs große Ganze. Und das Coole ist, unsere Räume unterstützen uns dabei. Die Power und die Energie unserer Räume, ich möchte da noch mehr hingehen. Was können wir lernen von der Raumgestaltung über uns? Wie können wir mit Kleinigkeiten uns unterstützen in unserem eigenen Zuhause? Wie können wir da herauskommen? Vielleicht auch aus dem Gefühl, dass wir nicht einmal das im Griff haben und Unordnung ist und es nicht schön genug ist und es nicht groß genug ist und all die möglichen Dinge. Da werden wir natürlich auch hinschauen. Ich lade euch ein, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, da möchte ich mal genauer hinschauen, schreibt die gerne auch. Lass es uns wissen. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr einen Kommentar, ein Review hinterlässt und oder uns schreibt. Oder was ich auch liebe, wenn ihr ein Selfie macht, wo ihr den Podcast hört. Manche hören am Strand irgendwo an exotischen Plätzen. Einfach, ja, Happy Living Podcast, Hashtag verwenden. Und posten auf Instagram, am besten mich taggen, damit ich das auch sehe und mit euch feiern kann. Ja, wir werden hier natürlich meine Folgen haben, manche mehr mit Inhalt, manche mehr mit persönlichen Stories, manche werden auch zu konkreten Zielen
sein, ja, wie Gesundheit, wie natürlich Erfolg, Beziehungen, Kommunikation, Zeit haben, Geld, alle möglichen Themen. Da könnt ihr euch und mir auch noch schreiben, was so jetzt die Themen sind als Inspiration. Wobei die Inspiration ist immer da. Wenn ihr in meinen Programmen seid, wenn du bei meinen kostenlosen Dingen mitmachst, wenn du E-Mails mir schreibst, wenn du kommentierst, ja, ich meine ganz klar, alles sehe ich nicht persönlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß und wenn da Fragen dabei sind und so weiter, mein Team gibt mir das natürlich auch weiter und dort ist die Inspiration, das ist die Quelle für diesen Podcast. Selbst jetzt, wo ich das aufnehme, kommen aus den Worten, die hier sind, weil ich habe nicht jedes Wort geplant. Also ich habe schon eine Liste, was ich ungefähr sagen will, aber nicht jedes Wort. Und da kommen schon 3-4 Folgen. Über das könnten wir eine Folge machen. Über das. Und das nehme ich mit und das ist genauso in meinen Programmen, in meinen Coachings. Darum mache ich so viel auch live, weil wir da in Kommunikation kommen. Jetzt, wo ich das aufnehme, läuft gerade die Mission Happiness und am 3.12. gibt es den großartigen Happy Living Workshop. Übrigens, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, anmelden unter www.mariahusch.com/happyliving. Das ist natürlich der Workshop dazu und wenn ihr das später hört, wird's den Workshop auch noch geben zum Nachhören. Meldet euch da, wenn ihr den Link wollt. Und wir wollen hier gemeinsam weiterkommen. Drum finde ich so inspirierend, auch von außen Inspiration zu bekommen. Wir werden auch natürlich wieder Interviews haben und andere Menschen, die uns über ihr Happy Living und ihr Thema darüber sprechen. Ich habe da durchaus jetzt noch eine größere Intention. Für mich ist auch die Intention mehr außerhalb quasi meiner Blase, meiner Bubble von dieser Online-Welt und den Online-Expertinnen, die ich tagtäglich da sehe. Was ist, wenn wir da auch hinausgehen? Darum lade ich euch auch ein, zu teilen mit Menschen, die nie einen Podcast hören. Vielleicht auch nur einen Gedanken, die müssen es gar nicht anhören. Was ist, wenn wir da noch weiter hinausgehen und ja, einige Intentionen habe ich mir da natürlich aufgeschrieben und freue mich da auch auf spannende Interviews, auf spannende Themen und auf all das, was da entstehen wird. Und es ist viel entstanden in den letzten Wochen. Ein Riesenthema und das war für mich ein Wendepunkt. Wie ich damit selbst begonnen habe, und wie ich dann auch die Idee hatte, das zu euch zu bringen. Und das sind die Nachrichten vom Glück. Die Nachrichten vom Glück, die sind eigentlich entstanden, ich werde noch im Detail sicher mal drüber sprechen, aus dem Thema, dass ich selbst gemerkt habe, irgendwie, ich meine, mein Leben ist super, super, super. Aber das Glück ist relativ anstrengend, da immer wieder hinzukommen und positiv zu sein. Und so richtig mein Bestes gebe ich da nicht. Und wenn dann von außen ein Gegenwind kommt, dann ist es gleich wieder verloren. Was ist, wenn ich da noch mehr Muskeln aufbaue bei meinem Glück? Und ich habe begonnen, da zu journalen und jeden Tag auch quasi das Glück zu befragen. Was sagst du heute? Habe ich auch heute gemacht an diesem Tag. Manchmal frage ich auch Glück, liebes Glück, was hast du heute für einen Input oder was soll ich heute im Podcast bringen oder in dem Programm? Und was braucht's heute bei dem Call XY? Und ja, ich habe begonnen, das Glück zu fragen und das Glück hat geantwortet in meinem Kopf. Und ich habe begonnen, es aufzuschreiben und seit 1.11. gibt es die Nachrichten vom Glück. Und wenn du die noch nicht bekommst, dann hol sie dir, denn ich bin sprachlos manchmal.
Wenn ich die ausschicke in der Früh, manchmal kommen 10 Nachrichten auf verschiedensten Kanälen dazu. Das ist das, was ich mehr und mehr hinaustragen kann. Was ist, wenn es sind schon 8.500 oder so angemeldet, die den E-Mail bekommen, kommen viele E-Mails nicht an, machen natürlich nicht alle auf und lesen nicht jeden Tag. Aber was ist, wenn 1.000 Leute jeden Tag eine kleine Nachricht vom Glück und ein Glücksgefühl mitnehmen und dann vielleicht auch weiterteilen mit einem Lächeln in der U-Bahn? Was ist, wenn es 10.000 sind? Und was ist, wenn es 100.000 sind? Und das ist mein Hauptfokus in der nächsten Zeit. Die Basis ist, dass wir in einer guten Energie sind. Dann können wir was verändern für uns selbst. Dann können wir was verändern für unsere Lieben in der Umgebung. Und dann können wir auch was verändern für die Welt. Wenn wir Opfer sind, wenn wir überfordert sind, wenn wir im Negativen herumschwimmen, dann wird das schwierig. Die Herausforderung im Moment ist, dass das wirklich eine Energie braucht, dass das ein Ja braucht und eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, mein Leben selbst zu gestalten, auch in herausfordernden Zeiten, mit dem, was jetzt möglich ist, mein Bestes zu geben. Und ich freue mich riesig auf das, was daraus entstehen wird. Meine Intention für den Happy Living Podcast ist noch viel größer als für den Happy Success Podcast. Meine eigene Energie darin ist nochmal was anderes. Wenn ihr übrigens nochmal über diese Transformation was hören wollt, hört euch noch die Folge, ich glaube, 79 war die letzte und jetzt sind wir bei 80. 8 ist meine Lieblingszahl und ich liebe das natürlich. Und dann gehen wir hinaus mit dem und machen es größer und sind hier gemeinsam jede Woche, jeden Donnerstag gibt es den Happy Living Podcast und ich freue mich riesig. Es gibt ihn auch auf allen Social Media Kanälen zu teilen. Es wird ihn auch auf YouTube geben und ich freue mich, wenn du da überall hinkommst und kommentierst, stärkst oder wo auch immer du ihn auch hörst, bei Apple, in irgendwelchen anderen Apps, bei Spotify und so weiter. Lass uns gemeinsam das Glück in die Welt tragen. Lass uns gemeinsam entscheiden, dass wir unser Leben selbst gestalten, dass wir unser Bestes geben, da die Möglichkeiten zu nützen. Nicht perfekt zu sein, nicht von 0 auf 1000 in einer Sekunde, sondern jeden Tag zu wachsen. Das lebenslange Wachstum, das tickt mich an für mein Leben. Was ist, wenn ich in 10 Jahren das und das erzählen kann? Ich bin gespannt, welche Geschichten wir über den Happy Living Podcast und unsere gemeinsame Zeit erzählen. Was der bewirken wird, was er bewegen wird. Was wenn? Ich danke dir fürs Dabeisein bei dieser allerersten neuen Folge von unserem neuen, noch größeren Thema. Ich freue mich riesig auf alles, was kommt. Ich danke vom Herzen fürs Dabeisein, wenn es die erste Folge ist oder wenn es vielleicht auch die 80. ist, weil du immer dabei bist. Ein Riesendanke. Ich bin unglaublich dankbar für das, was möglich ist. Ein Riesendanke auch an mein Team. Der Podcast wäre nicht hier, wenn es mein Team nicht gäbe. Die Victoria, die die wunderbaren Grafiken macht, der Thorsten, der alles schneidet und so weiter und dann hochlädt. Die liebe Dominique, die unsere Shownotes macht und dann noch alles Mögliche koordiniert. Die Hanna, auf Social Media teilt und überhaupt dann mein Facebook-Team, die Bettina und auch die Lisi, die dann kommentieren und alles Mögliche und die Elisa, die im Hintergrund alles koordiniert, damit all diese Rädchen auch zusammenpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
glaube nicht. Und ich danke euch fürs Dabeisein. Freue mich auf die gemeinsame Zeit. Alles Liebe und nicht vergessen. Happy Living, dein Glück lässt sich einrichten. Bis zum nächsten Mal.